Ich möchte vor allem auf unseren enormen, absolut gigantischen wirtschaftlichen Fortschritt seit dem Wahltag, dem 8. November, hinweisen. Die Wirtschaft beginnt auf die Beine zu kommen, und zwar sehr, sehr schnell. Der Internationale Währungsfonds hat seine vierteljährliche Aktualisierung der Weltwirtschaftsprognose durchgeführt, und offensichtlich stimmt er Donald Trump nicht zu, dass die US-Wirtschaft schnell wachsen würde, denn sowohl die USA als auch Großbritannien nicht so gut performen werden, wie vorher erwartet. Die jüngste Aktualisierung zeigte eine düstere Prognose für die zwei großen Volkswirtschaften der Welt. Großbritannien werde nur um 1,7% anstatt der früher erwarteten 2% wachsen, und die Prognose für die USA ist nun von 2,3% auf 2,1% reduziert. Die US-Prognose 2018 wurde von 2,5% auf 2,1% wesentlich herabgestuft, was der IWF wie folgt begründete. Während der Abschlag in der Prognose 2017 zum Teil das schwache Wachstum im ersten Quartal widerspiegelt, gehen wir bei der Wachstumsrevision 2018 von der Vermutung aus, dass die Fiskalpolitik im Hinblick auf die vage Zeitplanung und Maßnahmenplanung weniger expansiv ausfallen wird als bisher angenommen. Die Markterwartungen in Bezug auf steuerliche Konjunkturmaßnahmen wurden auch gemäßigt. Im Asienhandel gestern Morgen konzentrierten sich die Investoren auf den US-Dollar, der in Erwartung der Zentralbanksitzung zu seinem mehr als jährlichen Tiefstand tendiert. Allerdings war der Bericht nicht nur negativ, denn die Weltwirtschaft werde in diesem Jahr voraussichtlich um 3,5% wachsen, das heißt mehr als um die 3,2% im Jahr 2016. Und im nächsten Jahr sind 3,6% zu erwarten. Dabei wird der Abstand zwischen den USA und Großbritannien einerseits und einigen Stars wie China andererseits zunehmen. Laut IWF-Prognose soll die chinesische Wirtschaft um 6,7% in diesem Jahr und um 6,4% im Jahr 2018 wachsen. Obwohl die Weltwirtschaft voraussichtlich wachsen wird, können die mittelfristigen Risiken einschließlich des Protektionismus zu Abwärtsrevisionen führen, so Maurice Obstfeld, der Chefökonom des IWF. Das war's für die heutige Presseschau von mir, Celeste Skinner. Aber wir haben noch viele spannende Sendungen vorbereitet. Bleiben Sie dran.